und moin aus dem hohen Norden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr kennt wahrscheinlich auch alle das Problem, man hat 1000 Vasen im Schrank und eigentlich ist es doch viel zu schade, dass die im Schrank verstauben. Deshalb werde ich euch heute zeigen, wie ihr diese Vasen wieder so richtig schön frisch aufpimpen könnt mit schönen frischen Blüten und Zweigen. Und wir starten gleich mit einer großen konischen Vase. Wie viele von euch haben solche Vasen zu Hause stehen und wissen gar nicht, was sie da Tolles rauszaubern können? Und das möchte ich euch heute zeigen. So, ich habe hier unten ein ganz bisschen Wasser nur reingefüllt. Nur so viel, das reicht nämlich auch aus. Umso mehr Wasser man da reinfüllt, umso schwerer werden die Vasen und es ist nachher zum, ja, mal verstellen oder zum Tragen viel zu schwer. Also es reicht hier unten, wenn hier ein bisschen Wasser dran ist. Wichtig ist, immer nach und nach Wasser nachzufüllen. Hier klebt eine Feder an meinem Finger. Ich habe das hier mir gerade so hingelegt. So, und damit das hier unten nicht so langweilig ist, legt ihr einfach eine Efeuranke rein. Dann ist hier unten auch so ein bisschen was los. So, und wir starten schon mal gleich mit Magnolienzweigen. Die sind immer super schön. Sie sind so richtig filigran teilweise, haben ihre schönen kleinen Puschel, ihre Knospen da oben und das finde ich sieht immer super toll aus. Achtet darauf, wenn ihr die Vasen bestückt mit Zweigen. Ihr könnt natürlich auch in die Natur rausgehen und mal schauen. Alle sind jetzt ja kräftig am Sträucher zurückschneiden. Und wenn ihr dann mal bei eurem Nachbarn oder bei Bekannten was seht, fragt ruhig, ob ihr die Zweige nehmen dürft. Ich mache das durchaus auch. Ich bin nämlich vor kurzem auch mal mit dem Auto rumgefahren und da hatten die Herrschaften unwahrscheinlich schöne alte Obstbaumzweige. Und ich brumm vorbei, halt an, nee, da konnte ich nicht vorbeifahren, die musste ich einfach haben. Ich habe ganz nett gefragt und die haben gesagt, ja klar, für die war es Abfall, ich konnte es super gut gebrauchen. So, die Zweige alle so ein bisschen gerade versuchen reinzustecken und auch, dass sie unten an das Wasser rankommen. So, jetzt habe ich hier Clematis, wunderschön, passt super schön jetzt in diese Zeit. Auch die stecke ich einfach am Rand drum herum. Ich habe jetzt so 3 Stück, das müsste eigentlich reichen. Und stecke jetzt so am Rand drum herum herein und passe auch auf, dass die natürlich Wasser bekommen. So, dann habe ich hier diese wunderschönen großen Ranunkeln. Das sind so riesen fette Blüten und die sehen so richtig toll aus. Auch die versuche ich jetzt hier so ein bisschen durchzuschlängeln. Und wichtig ist dabei, dass die Ranunkeln nicht gequetscht wird, die Blüte. Ne? Also, dass das da unten so viele Zweige sind, dass es gequetscht wird, dann hat es eigentlich gar keine Wirkung mehr. So, die habe ich jetzt alle schon mal so ein bisschen in unterschiedlichen Größen gesteckt, damit das auch richtig schön natürlich wirkt. So. Und die letzte kommt auf die andere Seite. Und dann können die so richtig schön weiter aufblühen. So, in der Zwischenzeit, weil ich gleich vielleicht nicht mehr so gut herankomme, schmeiße ich mal ein paar Perlhuhnfedern rein. Oh, sieht das schön aus. Ich kann mich immer so freuen über sowas. Ja, guck, sie hängen schon alle an meinen Fingern fest. So, dann habe ich hier noch Allium, auch diese Blüte. Super schön für so eine Gestaltung. Die kann man ruhig mal so ein bisschen mittig sehen, dass es immer alles so ein bisschen gerade reingesteckt wird. Also nicht so schief und schellig dann. Schön. Es wird wirklich wunderschön. So, und dann habe ich hier noch Skabiosen. Auch wunderschön. Auch sowas könnt ihr durchaus mal bei euch im Blumengeschäft ergattern. Das sind dann mal so ein bisschen was Besonderes. So richtig schöne Blüten. Meine ich das 0815-Programm. Aber da zeige ich euch auch gleich noch was zu. Ja, zu dem 0815-Programm, weil da möchte ich euch gleich mal was ganz Tolles zeigen. So, aber dazu gleich mehr. Also, fertig ist es schon. Und ich finde, das ist doch ein Hingucker, oder? So könnt ihr eure Vasen super schön bestücken. Ihr könnt auch Tulpen nehmen, die gerade so reinstecken, auch in unterschiedlichen Höhen. Die können dann so richtig schön rauswachsen. Das, was euch gefällt. So, das schieben wir mal zur Seite, weil ich habe heute nämlich noch ganz, ganz viel zum Zeigen. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. So, ich weiß nicht, ob ihr diese Vasen kennt.
Diese sind super schön, weil sie diesen schönen gewellten Rand haben. Und das Tolle daran ist, da fallen die Schnittblumen so richtig schön drin. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. So, ja, im Vorfeld habe ich da schon mal was vorbereitet. Schaut mal, da werden die Schnittblumen, könnt ihr sehen, einfach gerade reingesteckt und der Strauß fällt immer super schön. Und ja, ich brauche eine ganz große Vase, auch fertig gemacht. Und die steht bei mir zu Hause auf dem Tisch. Die habe ich jetzt erstmal mit hierher gebracht, um euch das mal zu zeigen. Wie schön das da drinnen fällt. Also richtig wie so ein Strauß fallen muss. Ne? Also wenn ihr einen gebundenen Strauß bekommt, könnt ihr den aufschneiden. Darin fällt er super gut, ne? Weil er diese schönen Ausbuchtungen hier hat. Und ich habe hier unten mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, schiebt das mal alles ein bisschen zur Seite, dieses künstliche Tillandsiengrün einfach reingelegt, weil ich das manchmal auch nicht immer so schön finde mit den Stielen da unten. Und da habe ich gedacht, ach, lege ich mal so ein bisschen eine künstliche Ranke rein. Hätte ich jetzt auch eine frische Efeu-Ranke reinlegen können, aber das sieht auch ganz schön peppig aus, finde ich. So, einmal das. So, ich könnte diese Vase jetzt noch bestücken, aber ich glaube, ihr könnt das schon an diesen beiden Vasen erkennen, dass man es einfach nur gerade reinstecken braucht. Man braucht da gar keine große Kunst oder dass man da irgendwas können muss. Das ist wirklich total easy. So, dann habe ich, ja heute so viel für euch. Da habe ich mal was. Das sind einfache, ganz normale Gläschen. Da habe ich ganz kleine Sträußchen gemacht, einfach gerade zusammengebunden, reingesteckt. Und da kann man doch mal schauen, wie schön man so ein Tablett aufpeppen kann. Ne? Auch das hier einfach nur dazwischen gelegt. Auch da könnt ihr einfach eine Efeu-Ranke nehmen. Ihr könnt noch ein Häschen dabei stellen oder hier so ein paar Perlhundfedern noch mal mit reinlegen, um das auch noch mal so ein bisschen aufzupeppen. Und schon hat man eine schöne Tischdekoration. Und ich kann mir sowas auch super gut vorstellen, wenn ihr mal eine Party habt oder ein großes Fest habt, das vielleicht für eine Hochzeit, das so schön dekoriert wird, dann in den passenden Farben oder vielleicht für einen anderen schönen Anlass. Also sieht das auch super schön aus. So, was habe ich noch? Ja, ich möchte euch noch zeigen, wie ihr einfache Gläser, also da war dann mal eben Lebensmittel drin, eine rote Soße, wie ihr die auch ein bisschen nett aufpeppen könnt. Einfach um den Rand ein bisschen Filz geklebt, muss ich nochmal wieder ein bisschen nachkleben. Dann habe ich ein paar Zweige kurz abgeschnitten, die immer zusammengebündelt, ein paar Federn dazwischen und schon hat man eine hübsche Vase. Und da kann man dann auch nochmal was Nettes reinstecken, so wie hier jetzt nochmal die Ranunkel. Ein bisschen was Grünes. Nehmen wir doch noch mal so ein bisschen von der Clematis. Dann habe ich hier noch ein bisschen Schneeball. Und ihr seht, wie schnell man was Schönes zaubern kann. Und es braucht keine große floristische Kunst. Und gleich werde ich euch zeigen, wie ihr einen langweiligen Fertigstrauß so richtig toll aufpeppen könnt. Leute, mal ehrlich, das sind wirklich so 0815 Sträuße und schön ist doch wirklich was anderes. Da muss man erst was Tolles draus machen und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, ich habe das schon mal alles im Vorfeld so ein bisschen zurechtgeschnitten, damit es für euch nicht zu lange dauert, denn wir werden jetzt nochmal diese Vase bestücken, dann sieht das richtig toll aus und jeder wird sagen, oh Mensch, wo hast du das denn her? Und dass man das aus so einem einfachen Strauß machen kann, ahnen die wenigsten. So, ihr braucht dafür einen Mosi-Block, einen Frisch-Mosi-Block, so dass das schön in diese große Vase reinpasst oder in das Gefäß, in dem ihr das machen möchtet. Jetzt habe ich mir gedacht, zum Umhüllen des Mosi-Blocks, damit man das nicht sieht, nehme ich jetzt so ein großes Blatt. Auch solche Blätter könnt ihr bestimmt bei euch in den Gartencentern bekommen oder ja, ihr könnt auch Efeu drumherum legen, große Blätter drumherum stecken, mit Patenthaften vielleicht bestecken, ne? Oder ihr lasst euch halt was anderes einfallen oder vielleicht Filz drumherum legen, auch das würde super gut gehen. So, ich mache das natürlich jetzt auch noch so ein bisschen österlich machen, dann werde ich nochmal so ein Häschen hier in die Mitte reinstecken, schau mal hier, und werde jetzt anfangen, diese Blumen, die wir hier in diesem Fertigstrauß hatten, also
Ich habe jetzt nichts anderes dabei, alles was da nur drin war. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel so einen Zweig, den stecke ich jetzt ganz gerade. Wichtig ist, dass wir jetzt ganz schlank hochstecken, ne? Dass das jetzt wirklich nicht weit auslaufend ist, damit es nicht nachher reingequetscht wird in die Vase. So, dann nehmen wir diese schöne Inka-Lilie. Die kann sich richtig schön entfalten, die kann nachher oben schön rausgucken. Hier haben wir das Eukalyptus, was drin war, das stecke ich dann hier so an der Seite. Und dann habe ich hier die grüne Santini, die lassen wir hier mal so ein bisschen hinter dem Häschen. Dann eine Nelke, die werden wir hier oben. Dann habe ich hier eine schöne Rose, die stecken wir auch noch mal so ein bisschen bei dem Häschen hin. Oder hier die Gerbera, die kommt hier unten hin. Und dann habe ich hier nochmal eine Chrysantheme, eine gelbe. Die stecken wir hier an der Seite hin. Ihr seht schon, es wird schön schmal gesteckt. Hier haben wir noch ein Hypericum, Johanniskraut sagt man auch. Den stecken wir hier vorne hin. Hier haben wir noch ein paar Reste. Wir schmeißen natürlich nichts weg. Hier kommt wirklich nichts weg. Die stecken wir so ein bisschen hier vorne hin. Und Leute, so kürzer ihr die Blüten steckt, umso länger halten die. Weil dann der Weg für das Wasser, der Transportweg nicht mehr so lang ist und die Blüten schneller mit Wasser versorgt sind. So, und jetzt stecken wir die letzten Blüten, die wir hier alle über haben, rundherum in den Rand herein, dass man da auch gleich nichts von sehen kann. Vorweg möchte ich diese Efeuranke hier noch einmal drumherum schlängeln. Damit auch noch so ein bisschen Abwechslung gibt. So, tara, es ist schon fertig. Ich finde, das sieht super schön aus. Das schmeißen wir uns mal hier runter weg, dass wir weg und den Platz haben. Jetzt holen wir uns mal die schöne Vase. Weil ich jetzt festgesteckt habe, dann fällt jetzt nichts raus. Dann kann ich so hoch. Tara. Und jetzt lassen wir es langsam herunter. Passen auch, dass wir nichts abknicken. Oh, schön. Das sieht echt toll aus. Schaut mal, Leute. Ist das nicht schön? Und sowas Tolles kann man aus fertigen Sträußen machen. So, jetzt stelle ich hier einfach nochmal um die Vase herum ein paar Weidenzweige von mir zu Hause. Die sind noch von der letzten Dekoration übergeblieben. Die kann man dann noch so mal ein bisschen hier rumlegen. Vielleicht nochmal so ein paar Moostuffs. Das wird sicher auch super schön aussehen. Vielleicht den Zweig noch ein bisschen spitzen. Und fertig ist eine wunderschöne Deko, man kann sagen von nur einem 0815 Strauß zu was richtig Tollem. Und ich wünsche euch da jetzt ganz, ganz viel Spaß bei. Schaut mal bei euch in den Schränken, was ihr noch alles für Vasen habt, was ihr da noch für eine schöne Frühlingsdekoration von machen könnt. Und ja, viel, viel Freude und Spaß dabei. Bis demnächst, eure Anne Hilde.